Hey Freunde, heute geht's auf Schatzsuche, denn wir machen in Final Fantasy VII Rebirth, zeige ich euch die Schatzverstecke und vor allem auch die begehrte Play Arts Gegenstände. Zwei Stück gibt es nämlich davon hier in Region 2, die wir verpassen können. Nämlich einmal hier diesen Action-Modell Auslöscher und später können wir noch einen holen und da zeige ich euch heute, wo das Ganze und wie das Ganze funktioniert. Erstmal den ersten Schatz, den finden wir hier auf der Karte. Ist ein bisschen versteckt, müsst ihr runter die Klippen klettern und dann könnt ihr hier auf der Karte die Schatzkammer finden. Da gibt es dann zwei Kisten zu holen, einmal hier unten bei den ganzen anderen Kisten, da natürlich immer noch mal hier die Kisten umhauen, damit ihr entsprechend da auch noch ein paar Mogelmedaillen mitnehmen könnt. Jetzt haben wir oft Kisten gesagt, aber wir gehen gleich weiter zur nächsten Kiste. Die ist nämlich hier oberhalb und die schnappen wir uns einmal. Also einfach hier den Berg da andere Richtung quasi laufen, einmal oberhalb hier und da ist so ein bisschen Gerümpel und da steht auch dann die nächste Kiste. Freunde, pusht das Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr Final Fantasy Guides haben wollt, dann ist das super für euch. Kann ich euch nur sagen und wir gehen dann nämlich direkt weiter, wenn ihr das gemacht habt, zur nächsten Kiste und zwar finden wir die Truhe hier auf der Karte in Kapitel 2, ungefähr da, wo die Markierung ist. Da können wir dann die Truhe finden, hier im Wrack des Transportschiffs und da können wir noch zwei Truhen aufmachen. Also einmal hin da und die sind ein bisschen tricky auch zu finden. Der eine ist hier direkt ganz am Anfang, wenn man hier über die Container läuft. Der ist eigentlich noch easy. Die anderen zwei sind oberhalb im Wrack. Dazu müsst ihr einmal hier dem Weg weiter folgen und kommt dann einmal außen rum an. Und könnt dann hier an der Seite bei dem Wrack, da ist so ein kleiner Eingang. Und da draußen könnt ihr hier einmal hochklettern an dieser Planke. Das ist hier ungefähr nochmal auf der Karte, damit ihr da einmal hochklettern könnt. Und da könnt ihr dann auch noch die anderen beiden Kisten einsammeln. Also einmal hier hochgehen und da drüben sieht man schon die erste Kiste und die zweite ist noch ein Stockwerk höher. Da muss ich ein bisschen aufpassen, hier backt es immer ein bisschen an dieser Schanze da, an dem Hochkletterding. Schnappt euch aber zuerst mal die Kiste und nehmt hier noch die Truhen hier links auf der Seite mit. Geht da nochmal runter und haut die auch nochmal kaputt, ist manchmal auch noch was drin und dann gehen wir erst nach oben. Und ja, hier oben finden wir dann natürlich noch die nächste Kiste. Die hat sich hier hinten rechts versteckt. Schnappt euch natürlich auch noch die anderen, damit ihr die Mogri-Medaille noch bekommt. Also hier einmal Kiste aufmachen und dann haben wir das eben auch erledigt. Die befindet sich hier, können wir öffnen und finden da ein Emblem der Erlösung. Sehr schön. Weiter geht's zum nächsten Schatz, den wir hier im Wrack eines Republikschiffs finden. Und da gehen wir jetzt einmal hin und holen uns dort auch noch die Schätze ab. Die können wir nämlich gut gebrauchen. Das erste liegt hier genau auf dem Bug, wo ich auch eben auf der Karte gezeigt habe. Und da können wir eben die Kiste aufmachen und einen Rubin bekommen. Dann natürlich einmal hier rumlaufen und die Mogri-Medaillen einsammeln, die hier in den Kisten schlummern. Und dann schnappen wir uns die nächste Truhe, die ist nämlich gleich hier vorne auch, quasi da, wo sich Barrett aufhält. Da steht er nämlich schon rum und er steht genau vor der Kiste. Deswegen kann man das manchmal ein bisschen übersehen, aber da ist er. Also schaut, wo er ist und der steht genau vor der Kiste und da könnt ihr die dann eben einsammeln. Ja, geht dann da einfach rüber und dann schauen wir mal, was Schönes in der Kiste drin ist. Und zwar ist das 3x Phönixfeder. Das können wir auch gut gebrauchen. Nehmen wir natürlich mit und dann geht es weiter zum nächsten Schatz. Denn da haben wir noch welche, nämlich genau hier. Hier sind sogar zwei Schätze. Einmal hier und ein bisschen oberhalb ist auch noch ein Schatz. Da könnt ihr auch noch hingehen. Wird jetzt zwar hier nicht auf der Karte gezeigt, aber einfach dem Fluss oberhalb folgen, da wo jetzt noch der Nebel ist. Und da könnt ihr auch den zweiten Schatz noch mitnehmen. Ist super einfach zu finden, deswegen macht das ruhig. Haut hier natürlich die Kisten erstmal platt, um die Mogri-Medaillen einzusammeln. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Wisst ihr alle Bescheid. Und schnappt euch dann hier die erste Truhe. Und zwar ist die erste Truhe unter dieser Brücke unten drunter. Nehmt die einmal mit und geht dann weiter zur nächsten Truhe. Also hier unter der Brücke, hier neben den Kisten, da ist die nächste Truhe. Und die zweite Truhe ist quasi, bevor wir hier reingehen, vorne am Eingang, wenn wir da auf der linken Seite entlang gehen,
Also hier ungefähr von aus, da von links und da an dem Fluss, da steht dann eben die zweite Truhe und die nehmen wir dann auch noch mal mit und dann haben wir das. Wie gesagt, geht noch mal ein Stück oberhalb dem Fluss lang, da findet ihr dann noch ein Schatzversteck, solltet ihr unbedingt mal hingehen. Ja, hier noch eine Baustelle, die Shinra-Baustelle, die finden wir hier auf der Karte und da gibt es natürlich auch noch ein schönes Schatzversteck, was wir uns mitnehmen und das holen wir uns. Und zwar gehen wir einmal dahin und es ist eigentlich relativ easy zu finden, weil die drei Dinger sind genau nebeneinander und die erste finden wir eben hier direkt beim Eingang, sind 980 Gil optimal, nehmen wir natürlich mit und können dann hier einfach gerade den Weg lang gehen, finden sofort die zweite und daneben steht dann auch gleich die dritte, gibt es noch einen Kraftreif. Das macht auf jeden Fall Sinn, hier alles mitzunehmen. Zur Not auch was verkaufen, wenn ihr schon irgendwas zu viel habt. Auch kein Thema. Ja, schnappt euch die Kisten, sind natürlich auch bei mir in den 100% Guides immer mit drin. Schaut ihr euch an, dass ihr die auf jeden Fall mitnimmt. Da gibt es nämlich noch ein paar coole Sachen. Und jetzt kommen wir zum Special von diesem Video, nämlich der PlayArts Figur. Die finden wir nämlich hier einfach so verbuddelt. PlayArts Action Modell Auslöscher. Und Freunde, die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen und nicht verpassen. Die können wir nämlich hier im Kapitel 2, Kapitel 4 holen, nämlich hier draußen in Junon. Und da schnappen wir uns das Ding. Das liegt genau hier. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Ganz wichtig. Und es gibt noch ein weiteres sogar. Und zwar gibt es das am Ende von diesem Kapitel. Da gibt es jetzt einen kleinen Spoiler. Also, Freunde, schaut da mal rein. Wenn ihr nämlich am Ende von Kapitel 4 seid, dann bekommt ihr einen Trupp zugewiesen. Das passiert alles noch nach der Parade. Und diesen Trupp müsst ihr komplett am Leben erhalten. Da darf also keiner von den Soldaten sterben von diesem Trupp. Und das müsst ihr bis zum Boss schaffen. Da darf keiner sterben, sonst bekommt ihr das Playart nicht. Also einmal komplett hier durchlaufen, ohne dass ein Gardist stirbt. Ihn dann hier, den komischen Dude hier, einmal besiegen. Und dann bekommt ihr das Playart. Wenn ihr es falsch gemacht habt oder ein Truppenmitglied verloren habt, dann bekommt ihr hier nur ein Elixier und verpasst das somit. Also ganz wichtiger Punkt. Und ja, Freunde, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Pusht das Däumchen nach oben, lasst ein Abo da. Lohnt sich auf jeden Fall. Alle Final Fantasy VII Guides im Kanal. Klickt da gerne mal rein. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Adios und ciao, ciao.